Hey, mein Name ist MJ Deitch und ich bin in Deutschland als christlicher DJ unterwegs. Und heute nehme ich dich mit zum dritten Stopp der Buju Tour in Dillenburg. Am Morgen war ich das allererste Mal beim Bildwerk-Team und habe denen noch ein Video von mir übergeben. Danach habe ich mir mal die schöne Location angeschaut, mein DJ-Pult aufgebaut und ein erstes Warm-Up-Set geballert vor der ersten Zentralveranstaltung. Das FEG-Team aus Koblenz hat dann vor meinem DJ-Pult noch ein Gruppenfoto gemacht. Richtig, richtig nice, abgedanced wurde auch schon. Und Leute, es war einfach so ein nices Wetter, es hätte gar kein besserer Start in den Tag sein können. Hinter der Bühne noch die letzten Vorbereitungen getroffen für die Zentralveranstaltung und dann geht's auch schon los. Die Band Fortune Worship war mit dabei und hat richtig gut abgeliefert. Es war eine richtig klasse Stimmung. Auf der Bühne haben dann noch Anne, Hannes und Arne für Stimmung gesorgt. Richtig, richtig lustig und ich habe mir das Ganze aus dem Backstage angeguckt. Nach der Zentralveranstaltung hat man Zeit, die verschiedenen Stände und Workshops kennenzulernen, die es auf der Buju Tour gibt. Und da ist wirklich alles dabei, von wie gehe ich richtig mit Geld um, wie hat Gott sich das gedacht. Man kann christlichen TikTok-Influencern Fragen stellen. Man kann sich überlegen, wo soll meine Missionsreise vielleicht hingehen nach der Schule. Also wirklich zu allen möglichen Themen gibt es Stände. Und auch vom Christival 22, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Das war aber noch nicht alles, denn es gab noch einen riesen Sportpark, wo man sich austoben konnte, wo alles Mögliche an Sport angeboten wurde und natürlich auch noch eine Lounge zum Chillen. Und dann ist es für mich auch schon wieder Zeit, das Warm-Up-Set für das Konzert zu spielen. Und Leute, das war richtig, richtig wild. So eine nice Stimmung in dem Sonnenuntergang. Und dann natürlich Master himself, Lorenzo De Martino auf der Bühne, der für so eine krasse Stimmung gesorgt hat. Einfach ein richtig, richtig nices Gospel-Rap-Konzert. Dann haben wir den Abend noch richtig toll ausklingen lassen. Es war wirklich noch eine ganz besondere Atmosphäre, auch mit der Worship-Band. Aber wir haben es uns nicht nehmen lassen, nochmal mit den Moderatoren und den Leuten hinter der Bühne nochmal die Bühne zu crashen und mit Fortune Worship nochmal richtig abzugehen. Das war's für heute von der Buju Tour. Abonnier gerne den Kanal und verpasst keine neuen Videos.